Im letzten Video war der Zhuangzische Schmetterling plötzlich aufgetaucht, als es um die Behauptung des Ilja Le und den Zufall des analytischen Aktes und den zerrissenen Körper des Prometheus ging, der sich schon wieder zusammensetzen würde. Naja, diese Kontingenztheorien, zum Beispiel des Schmetterlings und seinem Flügelschlag, der den Tornado auf der anderen Seite der Welt auslösen würde, als Kaskade von Kontingenzen, das ist auch eine Frage.